Ja, hallo, hier ist wieder Herbert Münch von Kababil, Küchentalk, unsere Sendung, dritte Folge heute. Und ich habe natürlich wieder einen Gast, Nancy Amar, die mir heute, oder mit ihr werde ich heute zusammen einen Kuchen backen, mal was Süßes neben dem ganzen Deftigen, was wir bisher so gezaubert haben. Ja, also ich bin Nancy Amar, wie schon gesagt. Ich gehe auf der Maria Montessori Gesamtschule in die 10. Klasse. Ich mag es gerne zu backen und zu kochen, allein weil mein Vater auch Koch ist und wir das auch gerne zu Hause machen. Und ja. Du liebst, also dein Vater ist Koch, das heißt, ihr lebt hier in Düsseldorf? Genau, wir leben hier in Düsseldorf. Als Kleinfamilie oder als Großfamilie? Meine Oma und Opa wohnen in Etage. Großeltern, genau. Deine Eltern und deine Geschwister. Genau. Ja, das ist ja schon mal riesig. Und backst du gerne? Ja, sehr gerne sogar. Ich habe ein sehr schönes Rezept, das ich immer wieder gerne benutze. Und zwar ist es ein Quark-Ölteig. Ein Teig, der relativ schnell zu machen ist. Und der wird belegt ganz einfach mit Apfel. Das ist also ein Apfelkuchen. Okay. Das werden wir heute machen. Und ich denke, wir müssen mal so ein bisschen zur Tat schreiten. Also ich habe hier so ein paar Zutaten. Wir brauchen einfach Mehl, ja. Typ 405. Wir brauchen ein paar Rosinen, wir brauchen Backpulver, Vanillezucker, Braunzucker, ein bisschen Salz und Quark, etwas Öl und Milch. Ich glaube, dann habe ich alle Zutaten so beieinander. Zum Belegen eben halt, wie gesagt, werden wir Apfel. Den steht hier, das ist Elster, ist so eine herzhaft säuerliche Sorte, eignet sich eigentlich nach meinem Dafürhalten ganz gut zum Backen, wird geschält. Ich mache es, wenn die ganz frisch sind, die Elster, dann nehme ich auch gerne die Schale mit, aber wir schälen sie diesmal und belegen nachher die Bleche damit. Ich werde jetzt mal Mehl nehmen, ein Sieb, und dann kann ich einen Messbecher. Wo soll ich die Schale hin tun? Ich schäle die hier in dem grünen Ganzen. Ich würde erstmal so 15 schälen, dann kannst du die zerteilen und entkernen. Hör mal, du bist Schülerin, ne? Du hast erzählt, du gehst ja in Düsseldorf auf die Montessori Gesamtschule. Ne? Genau. Wie war das denn für euch so am Anfang? Wie denn bekannt wurde, dass die Schulen wahrscheinlich geschlossen würden? Ja, also es war am Anfang eigentlich recht gut, so die ersten zwei Wochen war alles in Ordnung. Also ihr habt euch gefreut, dass Schule erstmal ausgesetzt war. Genau, ne? Also es war eigentlich egal, warum in dem Moment, also Hauptsache wir hatten keine Schule. Und so haben wir dann auch sozusagen weitergelebt, in Anführungsstrichen. Online-Unterricht an sich hatten wir jetzt nicht per Videochat oder so, sondern eher über unsere Homepage eine Plattform und dann haben wir dort zu jedem Fach halt gewisse Aufgaben bekommen, die wir dann halt auch natürlich per E-Mail an gewissen Daten halt abgeben sollten. Mehr oder weniger hat jeder auch richtig daran gearbeitet und so. Dann war halt... Also das habt ihr denn zu Hause gemacht, ne? Genau, halt, zu Hause, halt Hausunterricht. Ja. Und das sollten wir dann halt immer abgeben, das wurde halt dann bewertet und korrigiert und alles. Ja, und dann eigentlich ging es schon los. Dann hieß es auf einmal Ausgangssperre, Kontaktverbot. Also ich persönlich habe mich eigentlich immer daran gehalten, weil ich selber Risikopatienten in meiner Familie habe. Also. Und das jetzt nicht, sagen wir, riskieren möchte. Ja, dann hieß halt, wie gesagt, Kontaktverbot und so, das war halt wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil das kam wirklich sehr für uns Schüler, sagen wir mal, die jetzt sich nicht immer wirklich darum oder nicht wirklich immer recherchiert haben, was ist jetzt, warum und wie lange noch, kam es wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, dass wir auf einmal nicht mehr rausgehen, das heißt nicht mehr rausgehen durften, nicht mehr mit uns nicht mehr mit unseren Freunden treffen konnten, Familie nicht mehr besuchen konnten. Ja. Für viele ist auch der Urlaub gestrichen worden. Ja, das war dann nicht mehr so schön. Dann hat man natürlich die Schulzeit auch vermisst. Ja, also wie gesagt, am Anfang fand ich die ja toll, habe gesagt, prima, keine Schule. Aber dann doch sehr relativ schnell gespürt, dass es auch andere Konsequenzen hat. Genau. Ne? Obwohl, ja, denke ich gerade so eure Generation es gewohnt ist, ja auch zu chatten und mit den neuen Medien zu kommunizieren. Genau. Also darüber zu kommunizieren. Und trotzdem aber der Kontakt, der fehlt. Das spürt man ja ganz deutlich. Natürlich, das ist halt was anderes, als wenn man mit einer Freundin, mit einer guten Freundin telefoniert und schreibt, als wenn man sie auch wieder sieht. Was hat sich da für euch denn dann verändert? Also als es eigentlich hieß, die Schulen machen wieder auf, war bei den meisten die Freude eigentlich ganz groß. Wir dachten, wir können wir haben uns gefreut, unsere ganzen Freunde wiederzusehen. Und ein paar Lehrer hat man ehrlich gesagt auch vermisst, den Unterricht, so den Alltag. Dann hieß es aber, als wir in der Schule waren, unsere Klassen wurden aufgeteilt in zwei Gruppen. Maskenpflicht, jetzt nicht in den Klassenräumen, aber wenn man sich zum Beispiel in den Klassenräumen bewegt,
Und versetzt Unterricht, damit man sich auf dem Pausenhof nicht begegnet. Und nur One-Way-Wege sozusagen, dass man halt einmal komplett außen rum gehen muss, wenn man auf den Schulhof will und so, damit halt diese Gefahr nicht besteht. Ist denn alles markiert worden? Oder? Genau, es wurde alles markiert. Also unsere Lehrer haben wirklich alles dafür getan, damit wir geschützt sind, sage ich mal. Das ist ja, muss ja so. Ja. Es war aber ehrlich gesagt sehr, sehr traurig für sehr viele, dass wir uns zwar sehen konnten, aber zum Beispiel die Umarmung hat gefehlt oder das Zusammensitzen mit. Also es musste halt immer, es mussten immer die Regeln eingehalten werden natürlich. Ja, du gehst in die 10. Klasse. Genau. Da würden ja auch Abschlussprüfungen anstehen, ja? Genau. Wie läuft das denn da jetzt ab? Also es sind momentan immer noch Abschlussprüfungen am Laufen. Heute zum Beispiel haben wir die Englisch-Abschlussprüfung geschrieben. Ja, das sind halt normale Abschlussprüfungen, sage ich mal, die jetzt nicht vom Staat gestellt worden sind, sondern von unseren Lehrern. Ja, auch da, also unsere Lehrer haben sich da, oder generell Lehrer haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das kann natürlich, weil so ein Lehrer kennt euch ja genau. Im Prinzip und ihr kennt den Lehrer und das ist vielleicht für den einen oder anderen eben halt auch ein Vorteil. Wir haben ehrlich gesagt Glück, dass wir so ein gutes Verhältnis mit unseren Lehrern haben. Also, und sie halt, eine Schüssel holen. Dass sie halt wirklich immer nur das Beste für uns wollen. Also ich glaube, das will jeder Lehrer für seine Schüler. Und die haben uns wirklich sehr gut, sehr, sehr gut darauf vorbereitet, um ehrlich zu sein. Also wirklich Respekt an jeden Lehrer an dieser Stelle. Ja. Ist auch nicht so einfach für die. Du hattest ja erwähnt, ihr wohnt mit Familie und Großeltern in einem Haus, ne? Genau. Wie haltet ihr das denn eigentlich zu Hause mit dem Kontakt? Einschränkungen, sag ich mal. Es war halt, als es hieß Kontaktverbot und alles, war das halt, ehrlich gesagt, haben wir uns zusammengesetzt und auch darüber geredet, dass, was es auch heißt jetzt für meine Großeltern. Ja. Weil sie natürlich auch wegen ihrem Alter zu Risikogruppen gehört. Was für mich jetzt besonders wirklich sehr schwer war, weil ich bei ihnen groß geworden bin eigentlich. Und meine Oma braucht halt sehr viel Hilfe, weil sie halt immer Probleme mit ihren Hüften und ihren Knie hat. Und wir saßen zusammen und haben zusammen gelacht und Fernsehen geguckt. Darauf alles mussten wir leider verzichten. Man hat halt einfach gemerkt, der Alltag flieht einem weg. Und das Gleiche war halt wie mit der Familie. Ich habe die leider sehr, sehr selten gesehen nur. Und ich habe auch gemerkt, das hat nicht nur mir zu schaffen gemacht. Auch meine Oma und mein Opa. Mittlerweile gehen wir sie jetzt schon besuchen. Was heißt besuchen? Halt, falls etwas ansteht, wie den Müll runterbringen, den bringe ich dann runter. Oder Einkäufe oder das. Das übernimmt mein Onkel zum Beispiel. Er geht für meine Oma einmal die Woche, auch schon vor Corona war das so, weil er immer für sie einkaufen. Ja, klar, und sicher. Das ist ja nicht alles neu. Genau. Bestimmte Sachen. Aber jetzt mittlerweile sehe ich sie wieder. Aber am Anfang war es wirklich so, dass wir die kaum bis gar nicht gesehen haben. Einfach nur, um sie zu schützen. Ja. Ja, also das ist schon eine ziemliche Einschränkung, ne? Das ist, die auch ein bisschen schwerfällt, ne? Denke ich, sehr. Das ist nicht so. Man ist es einfach nicht gewohnt, ne? Haus der offenen Tür und dann jetzt auf einmal irgendwie alles ihm halt sehr reduziert und vorsichtiger. Gut, man weiß, warum man es tut, aber auch da, wie ist es denn eigentlich bei euch Schülern? Diskutiert ihr das oder die ganzen Einschränkungen? Weil ich kann mir ja vorstellen, so in eurem Alter hat man ja nicht unbedingt immer den Bock, sich daran zu halten oder so. Ne? Also es wird viel über Corona gesprochen. Manche sagen, keine Ahnung, also erfinden oder glauben an die fantasievollsten Theorien. Sprich, es gibt so merkwürdige Verschwörungstheorien. Genau. Ja. Aber die meisten, also was mich selber eigentlich gewundert hat und ich es eigentlich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht erwartet habe, respektiert das jeder. Also ich glaube, jeder hat jemanden in der Familie, der ein Risikopatient sein könnte. Und da will man natürlich Rücksicht nehmen. Ich meine, wegen 1,50 Meter kann man manchmal wirklich Leben retten. Und das ist, also eigentlich wird es eingehalten, meistens. Du hast eben erzählt, deine Familie kommt aus Tunesien. Genau. Und da habt ihr noch Verwandtschaft? Oder was? Ja, die komplette Familie, also die komplette Seite von meinem Vater, also die Eltern und Geschwister von meinem Vater. Frage, seid ihr Moslem? Ja, wir sind Moslems. Das heißt, ihr habt, im Moment steht doch Ramadan an, ne? Genau. Und wir backen jetzt hier einen leckeren Kuchen und dachte, wir essen ihn auch gleich und probieren ihn gleich zusammen. Kommt das für dich nicht in Frage? Nee. Oh, das ist aber ganz schön, muss ich sagen, beachtlich. Fällt es eigentlich schwer, jetzt
darauf zu verzichten? Also zu fasten? Also normalerweise nicht. Mhm. Eigentlich wirklich nicht. Aber durch die momentane Lage halt schon. Also wegen Corona. Davor hat man halt wirklich sehr viel Zeit draußen verbracht. Mit Freunden, ja. Familie. Ja. Hat sehr viel unternommen, damit die Zeit schnell vergeht. Mhm. Aber wenn man jetzt zu Hause eigentlich eingesperrt ist, ja, dann guckt man auf die Uhr und der Zeiger bewegt sich nicht mehr. Also es werden keine Gäste eingeladen, genau. Die Verwandtschaft ist nicht dabei. Genau, ja. Das ist halt wirklich sehr, sehr traurig. Also man merkt wirklich, dass in solchen Momenten merkt man, dass es was für ein Ausmaß das alles eigentlich hat. Wunderbar, so, jetzt haben wir den Teig soweit. Ich muss den gerade noch mal kurz durchkneten und das schon die ganzen Äpfel, das waren viele Äpfel, ne? Das waren echt viele Äpfel. Die Schnitzen, mühselige Angelegenheit, aber gibt es für dich dann eigentlich auch positive, schöne Momente vielleicht, wo du sagen kannst, ja, das, dem kann ich auch was abgewinnen? Es gibt überall gut und schlecht, auch jetzt in der Situation. Also man hat viel dazugelernt, ehrlich gesagt. Man weiß mehr Sachen zu schätzen. Weil wie man sieht, ist nicht selbstverständlich und es ändert sich alles. Es kann sich jederzeit alles ändern in einer Bruchteil von einer Sekunde. Man hat schon viele wichtige Erfahrungen gesammelt, meiner Meinung nach. Auch so Freunde viel mehr wertzuschätzen, Verwandte öfters zu besuchen. Es war wie so ein kleiner Weckruf für manche Leute. Keine Ahnung, sich öfters mit Freunden zu treffen. Ich war eher immer so der Mensch, ich war lieber zu Hause. Also ich bin eigentlich gerne zu Hause, aber jetzt Corona hat mir eigentlich gezeigt, dass es nicht schlecht ist, auch mal rauszugehen, weil wenn man dann zu Hause bleiben muss, ist man dann eher so wie in einer Art Gefängnis. Und da war es halt was anderes. Man konnte selbst entscheiden, ob man jetzt gerne rausgehen möchte oder nicht. Ja. Und alles drum und dran. Aber das war ja wirklich so eine Art wie gezwungen. Jetzt nicht vom Staat oder so, sondern eher, wenn man halt auf andere Rücksicht nehmen möchte. Und ehrlich gesagt bin ich etwas froh, dass die Abschlussprüfungen abgesagt worden sind. Da ist wirklich für sehr, sehr viele, die ich auch kenne und mir persönlich natürlich auch ein Stein vom Herzen gefallen. Also hat Corona durchaus was Positives in dem Fall. Ja, aber ich hätte es lieber in Kauf genommen, die Abschlussprüfungen und alles drum und dran zu schreiben als... Letztendlich, ja. Ja. Ja, genau. Hast du jetzt für dich bei dem Ganzen, um das mal so vielleicht auch ein bisschen zu einem Ende zu bringen, auch irgendwie was an Erkenntnis gewonnen? Hast du irgendwas gelernt dabei? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass, wie gesagt, nicht alles selbstverständlich ist. Dass man Familie öfters besuchen gehen sollte. Also jetzt generell bei Familie und Freunden sich öfters melden, rausgehen, was unternehmen. Die Kleinigkeiten einfach wertschätzen. Ja. Das habe ich auf jeden Fall durch den ganzen Virus und so gelernt. Also so ein bisschen auch im Blick, du sagst Kleinigkeiten, ne? Also Sachen, das müssen ja auch keine großen Sachen sein, sondern... Einfach rausgehen und sich irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken wäre schon... Ne? Das, was man früher gar nicht so beachtet hat. Genau, so selbstverständlich. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Wenn du jetzt deinen Abschluss gemacht hast, wie sieht denn deine weitere, wenn ich das fragen darf, deine weitere Lebensplanung aus? Also geplant bis jetzt habe ich nicht viel, weil ich... auch durch Corona gelernt habe, dass egal wie viel man plant, es am Ende doch anders kommen kann. Ich habe jetzt erstmal so, sagen wir, 3 Jahre in die Zukunft geplant. Ich würde sehr, sehr gerne mein Abitur machen. Also es war schon seit der Grundschule mein Traum, sage ich mal. Und dann würde ich, also ich würde auch voll gerne dann studieren. Entweder Jura oder Psychologie. Also jetzt nicht so irgendwie ein Schickimicki-Anwältin oder so, sondern wirklich halt, wo ich weiß, wenn ich da jetzt arbeiten sollte in dieser Kanzlei, in dieser Rechtsberatung, dass ich Menschen wirklich helfen kann, die sich so ein Schickimicki-Anwalt nicht leisten können. Ich meine, nicht jeder Anwalt, der in einer Rechtsberatung arbeitet, ist kein guter Anwalt und auch nicht jeder, Anwalt, der in einer riesen Kanzlei arbeitet, muss ein guter Anwalt sein. Ja. Also es ist so Vorurteile, die ich... auf gar keinen Fall verstehe. Würde ich die einfach so ein bisschen darüber verstreuen, das ist dann immer so ganz, muss man nicht machen, aber ich mache es immer, ich finde das immer ganz nett. Schmeckt auch noch ganz nett. Guckst mal kurz auf die Uhr, merkst du die Uhrzeit, halbe Stunde.
So, ja. Nancy, der erste Kuchen ist fertig. Mhm. Sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir den nur noch, jetzt kommt das absolute Finish. Und zwar nehmen wir etwas braunen Zucker. Mhm. So, und das werden wir jetzt mit etwas Zimt. Nicht, dass es nachher irgendwas anderes ist. Jetzt kannst du das mit dem Löffel mal kurz untereinander rühren. Was? Und wenn du jetzt löffelweise großzügig den Zucker mit dem Zimt über die Apfelstücke verteilst, das macht man, solange das eben halt warm ist, damit sich das noch ein bisschen verbindet. Ja, so. Genau. Dann einmal teilen. Was haben wir denn? 5 Stück. Oh, ich muss ein bisschen. Jetzt werde ich das probieren. Leider darfst du jetzt nicht, aber du nimmst ja ordentlich was mit nach Hause und dann isst du das so heute Abend. So, dann der große Moment. Jetzt bin ich mal gespannt. Lecker. Test bestanden und ich denke, bei mir jetzt, deine Klassenkameraden werden ihn jetzt testen und also mitnehmen und dann probieren. Und ich hoffe, dass er auch deren Urteil standhält. Ne? Ja, hoffen wir mal. Ne? Corona ist natürlich eine ernste Sache, muss man ernst nehmen. Es ist eine schlimme Sache auch. Es sind sehr viele Menschen daran auch gestorben. Aber das Positive, naja, ich kann sagen auf jeden Fall, dass zum Beispiel in der Schule die Klassen jetzt halt kleiner sind, aufgeteilt sind und dass man so bessere Chancen hat, sich auf den Unterricht zu fokussieren. Also es hat natürlich so einiges verändert, so auch mit den Abschlussprüfungen, aber naja, also es ist ja notwendig und ja. Also ich habe ja jetzt Abschlussprüfungen, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil Lernen und so, aber es ging eigentlich, also jetzt haben wir auch wieder Schule. Nee, nicht wirklich halt, dass ich halt kaum in die Schule gehen konnte und nicht wirklich viel lernen konnte. Und dass man halt den Unterricht nach einer Zeit lang halt vermisst. Ist halt nun mal so, dass wir halt zu der Gruppe gehören, die nicht so stark betroffen ist, aber wir müssen trotzdem uns um andere kümmern und das dann akzeptieren. Haben ja keine wirklich andere Wahl, also so müssen wir es ja sowieso machen. Und entwickelt sich halt alles und hoffentlich wird es jetzt alles besser, weil ist schon nervig und anstrengend auf Dauer. Ganz viele negative Seiten, aber andererseits auch was Positives. Erstens der Zusammenhalt der Familie innerhalb der vier Wände und das andere auch ein bisschen die Corona-Ferien, ne? Ein bisschen Erholung. Ja, Nancy, wir haben es geschafft. Wir haben 2 tolle Kuchen gebacken. Deine Klassenkameraden haben sich alle was mitgenommen und ich hoffe, dass es ihnen schmecken wird. Kannst ja berichten, ob das der Fall ist. Ich würde gerne wissen, wie es für dich heute gewesen ist. Also erstmal einen großen Dank dafür, dass ich überhaupt hier mitmachen durfte, weil es war wirklich eine tolle Erfahrung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal so an alle, an das ganze Team, die mitgearbeitet haben. Das Kompliment kann ich einfach nur zurückgeben. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, auch irgendwie zu hören. Großartig, also dass du gekommen bist und wir beide zusammen backen konnten, fand ich toll. Fand ich auch sehr toll. Nächste Folge kommt dann auch noch. So. Okay.